Prügelspiele gab es so einige auf den Super Nintendo und die Street Fighter Serie ist wohl der bekannteste Vertreter. Das Genre war plötzlich populär und andere Spieleentwickler wollten natürlich eine Scheibe von dem Kuchen abhaben. Was wird hier geboten? Was macht es anders? Was taugt Samurai Showdown für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von dem japanischen Entwickler Monolith entwickelt und von Takara bei uns aus 1994 veröffentlicht. Als erstes erschien es jedoch ein Jahr vorher für die Neo Geo Arcade und Home Plattform. Neben dem Super Nintendo erschienen auch Versionen für alle gängigen Systeme der Zeit, darunter sogar der Game Gear, Game Boy und das 3DO. Die Arcade-Version könnt ihr heute am einfachsten im Switch Online Shop kaufen. Das Spiel war anscheinend so erfolgreich, dass es sogar 3 Anime-Adaptionen gibt. Das Szenario ist schnell zusammengefasst. Es ist das späte 18. Jahrhundert und es wird nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Waffen gekämpft. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich wie die meisten anderen Spiele des Genres auch aufgebaut. Ihr sucht euch einen aus 12 verschiedenen Kämpfern aus und haut euch dann wahlweise mit dem Computergegner oder einem menschlichen Gegner gegenseitig aufs Fressbrett. Charaktere haben dabei natürlich neben dem optischen Unterschied auch eigene Eigenschaften und somit Spielweisen. Da gibt es zum Beispiel den etwas schwerfälligen, aber dafür stark zuhauenden Kämpfer und den agileren, der aber etwas weniger Schaden macht. Darüber hinaus haben die Recken natürlich auch alle ihre ganz eigenen Spezialfähigkeiten und ihre individuelle Waffe. Bei den Kämpfen kloppt ihr euch also in gewöhnlichen 1 gegen 1 Matches, bis einer K.O. aus den Natschen kippt. Wie es sich für jedes gute Spiel aus dem Genre gehört, bringt es aber noch seine ganz eigene Spielmechanik mit hinein, dem POW-Balken. Den könnt ihr am unteren Bildschirmrand sehen. Dieser füllt sich auf, wenn ihr Angriffe blockt oder angegriffen werdet. Dann füllt sich quasi eure Wut auf und wenn sie ein bestimmtes Maß erreicht hat, dann könnt ihr eine besonders starke Attacke ausführen und damit den Gegner noch einmal sehr stark zusetzen. Noch eine Besonderheit, wenn ihr und euer Gegner gleichzeitig mit eurer Waffe angreift, können die sich verhaken und eine Art Minispiel wird ausgeführt. Das klingt jetzt aber wilder als es ist, im Prinzip müsst ihr auf den Knopf rumhämmern. Der Verlierer verliert dann seine Waffe. Nettes Element, aber das passiert jetzt auch nicht allzu oft. Kommen wir zu einem in diesem Genre sehr wichtigen Punkt, die Steuerung. Grundsätzlich gibt es jeweils 2 Knöpfe für den Schlag mit euren Waffen und 2 für den Tritt und 2 für besonders mächtige Angriffe. Diese führt ihr dann einfach aus, indem ihr diese Knöpfe gedrückt haltet und den Schlag- oder den Trittknopf drückt. Das Wunderbare an diesem Spiel ist dabei, dass ihr eure Controller frei belegen könnt. Dadurch flutscht die Steuerung sehr gut von der Hand. Bei den Spielmodi gibt es keine größeren Überraschungen, es wird im Prinzip der Standard geboten. Ihr könnt eben Kämpfe gegen den Computer oder gegen menschliche Gegenspieler bestreiten, aber naja, mehr braucht man ja auch nicht. Die Grafik sieht dabei recht ordentlich aus. Natürlich muss im Vergleich zur Arcade-Version Abstriche vorgenommen werden, aber es läuft alles flüssig. Außerdem bleiben die Kämpfe jederzeit übersichtlich und das ist ja fast das Wichtigste. Die Soundeffekte sind genau das, was er von ihnen erwartet und im Prinzip nichts Besonderes. Nur mit der Musik, da wurde ich echt nicht so richtig warm. Die passt einfach nicht so in das Szenario und wirkt zu modern. Was taugt Samurai Showdown für das Super Nintendo also heute noch? Ich bin kein Experte, was das Genre angeht. Damals habe ich nur Street Fighter 2 Turbo gezockt. Ich bin jedoch ganz angetan von dem Spiel. Es macht richtig viel Spaß, flutscht gut von der Hand und das Kämpfen mit den Waffen fühlt sich nochmal ganz anders an. Wenn man die Auswahl hat, ist natürlich die Neo Geo Version wesentlich besser. Auf dem Super Nintendo macht das aber jedoch eine durchaus anständige Figur. Das war der Test zu Samurai Showdown für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.